So, hallo und herzlich willkommen zur Forstgeschichte. Wir machen Teil 1 und zwar die Eichelmastnutzung und Buchenmastnutzung für Schweine im Walde. Das ist was Spezielles und bei all der Weidenutzung des Waldes, wo man also Vieh statt auf einem Feld in den Wald getrieben hat, sticht vor allen Dingen die Nutzung der Eichelwälder, Eichenwälder natürlich besonders hervor, denn das Schwein war so das Nutztier schlechthin, wenn es um die eigene Ernährungsgrundlage gegangen ist. Man hat möglichst ein paar Schweine eben entsprechend dick werden lassen für den Winter, hat sie dann im Winter so spät wie möglich entsprechend dann wieder ins Dorf getrieben, man hat sie auch durchaus Tag und Nacht draußen im Wald gelassen in der Herbst- und beginnenden Winterphase, je nach Witterung auch den ganzen Winter gerne im Wald gelassen. Und die man dann ins Dorf getrieben hat, hat man im Regelfall natürlich aufgegessen, weil viel Futter, um viele Schweine über den Winter zu bringen, hatte man nicht. Deutlich einfacher war natürlich, das große Schlachten dann im frühen Winter abzuhalten oder Ende des Herbstes, irgendwie so um den Dreh, um dann auch ein bisschen Fleisch mit Räuchern, mit Salzen, sofern das dann später möglich war, pökeln. Das war natürlich am Beginn der Eichelmastzeit noch gar nicht entdeckt, dass man Fleisch hätte pökeln können, denn die Eichelmast gibt es schon seit der Jungsteinzeit. Aber dann waren es natürlich weniger Schweine und man ist erheblich leichter durch den Winter gekommen und musste deutlich weniger Schweine noch zusätzlich durch den Winter mitfüttern, als das notwendig gewesen wäre andersrum. Und selber hatte man reichlich zu essen, weil man ja eben die ganzen geschlachteten Schweine, dadurch jede Menge Schinken, Fleisch, Wurst, was man halt damals so gemacht hat, zur Verfügung hatte. Ne? Eichelmast gab es auch sehr, sehr, sehr lange, bis eigentlich im Prinzip der Siegeszug der Kartoffel begonnen hat. Die Kartoffel so viel angebaut worden ist, dass man durch die Kartoffel Stallhaltung bei Schweinen problemlos absolvieren konnte und man die dann größtenteils eben auch noch mit der Kartoffel miternährt hat. Bis zu diesem Punkt, so ungefähr ganz grob Mitte des 19. Jahrhunderts spätestens, spielte die Eichelmast eine ganz große Rolle. Danach hat man sie vergessen. Vielleicht war das für die Waldentwicklung auch gar nicht so schlecht. Und jetzt, mal ganz grober geschichtlicher Abriss, beginnen einzelne, ganz wenige Schweinemastbetriebe die Eichelmast wieder zu entdecken. Ein prominentes Beispiel und nach wie vor, glaube ich, auch der größte Eichelmester, den wir so haben in Deutschland, ist eichelschwein.de. Wer das mal nachgucken möchte, ich erwähne das immer mal wieder. Ich habe mal einen Schnitzel von denen gegessen und bin seitdem sehr begeistert. Es ist nur leider ein bisschen schwierig, weil die nur ein Betrieb sind, da wirklich an das Fleisch ranzukommen. Das muss man sehr lange im Voraus bestellen. Man braucht auch gleich, muss auch gleich eine große Menge abnehmen und nicht mal eben 3 Schnitzel, sondern eher 3 Kilo. Irgendwas in dieser Größenordnung. Vorher gibt's nichts. Und ja, ist ein bisschen schwierig, aber sehr, 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 sehr lecker, weil die Schweine eben viel mehr Bewegung haben, viel mehr Auslauf, dadurch eine ganz andere Fett im Muskelfleischverteilung kriegen als ein Schwein, das sich kaum bewegt, wo das Fett und das Muskelgewebe mehr oder weniger getrennt voneinander sind. Und diese Marmorierung des Fleisches, das dann auch viel saftiger schmeckt, weil immer mal wieder einzelne Fettzellen im Muskelfleisch drin sind, zur zusätzlichen Energiebereitstellung. Das hat also auch physiologische Gründe, weshalb dann ein fettigeres Muskelfleisch sozusagen produziert wird von den Schweinen, wenn man das jetzt so nennen möchte. Jetzt kommt der Veganer und beschwert sich, was, dann wird nichts produziert, das Tier will leben. Irgendwie sowas in der Richtung. Ja, jedenfalls, die schmecken hervorragend und haben ein viel schöneres Leben, bis sie dann gegessen werden, als das eben beim normalen Stallhaltungsschwein der Fall ist. Aber aus Gründen verschiedener Natur ist es nicht möglich, unseren kompletten Schweinefleischbedarf, zumindest beim aktuellen Bedarf oder dem, was halt nachgefragt wird, sagen wir es mal so, mit Eichelschwein aus dem Wald zu decken. So, ja, wie gesagt, auch schon in der Jungsteinzeit hat das Ganze begonnen. Da mussten die Schweine nur schnell aus dem Dorf rausrennen, in die Wälder. Kam noch ein Hirte mit und gut war. Und in den Wäldern konnten sie reichlich eicheln. Und
wenn wir uns in die ganz frühe Jungsteinzeit zurückversetzen, auch viele Haselnüsse futtern. Da ging gerade die Haselzeit zu Ende und die Eichenmischwaldzeit begann. Das heißt, die vorherrschende Vegetationsform muss auch Eichel gewesen sein, da wir Menschen Eicheln ja nur unter großem Aufwand überhaupt verzehrbar machen können. Und man das wahrscheinlich immer nur, auch in vergangenen Zeiten, als Notnahrung angesehen hat, wenn man sich mal mit Eicheln tatsächlich zwischendurch ernährt hat, weil man nichts Besseres hatte. Für Schweine ist das überhaupt kein Problem und die essen die sehr gerne und werden damit sehr schnell sehr dick und werden auch sehr lecker, sagt man. Kann ich, wie gesagt, bestätigen. Ja, und deshalb hat sich das natürlich auch angeboten. Davon abgesehen gab es damals, also gerade so zu der ganz frühen Zeit der Eichelmast, noch gar keine strikte Trennung zwischen landwirtschaftlicher Fläche und forstwirtschaftlicher Fläche. Dass man das überhaupt richtig getrennt hat, ging erst so gegen Hochmittelalter los. Also so 1200 Ungrad hat man begonnen, so langsam sich darüber klar zu werden, dass der Wald als dienende Fläche der Landwirtschaft irgendwann dann vielleicht doch mal knapp werden könnte. Und wenn man der Landwirtschaft immer nur Vorrang vom Walde einräumt, dann wird das irgendwann schwierig. Aber was wir natürlich wissen müssen, ist, dass die Bevölkerung damals größtenteils nur aus Landwirten bestand. Es gab natürlich noch ein paar Handwerker, ja, aber die Landwirte waren doch eine verdammt mächtige Lobby. Und wenn die nicht genug Essen produzieren konnten, dann haben alle gehungert und das wollte keiner. Und deswegen, wenn die geschrien haben, wenn wir nicht unsere Schweine in den Wald treiben dürfen, dann gibt's halt eben kein Schnitzel über den Winter, dann waren auch alle damit einverstanden und haben 7 Augen zugedrückt, dass halt trotzdem die Schweine weiter in den Wald getrieben wurden. Ab ungefähr 600 irgendwas, nee, 700 noch was war es genau, gab es bereits die erste und damals in der Geschichte auch wirklich früheste Regel zum Nebennutzen des Waldes, nämlich musste man jetzt zahlen, wenn man seine Schweine in den Wald treiben wollte. Die Mast war also extrem wichtig. Interessant ist, wenn man jetzt mal ein bisschen in die Literatur der damaligen Zeit geht, da findet man dann nämlich Einträge, dass man die Bäume bereits begonnen hat zu klassifizieren. So ähnlich wie man dann später Nützlinge und Unkräuter, beziehungsweise Nützlinge, nutzbare Tiere und Zeug, was man nicht braucht, das Raubzeug, ja, die schlechten Tiere, die kein Mensch braucht, entsprechend klassifiziert hat, hat man im Mittelalter bereits begonnen, Bäume eben hinsichtlich ihrer Nutzbarkeit für die Eichelmast, sprich für uns Menschen, zu klassifizieren und hat Ligna infructifera benannt. Das sind also die Bäume, die nicht Früchte produzieren, die nicht für die Schweine brauchbar sind. Insbesondere Weichhölzer und Nadelbäume, sprich zum Beispiel Weide, Erle, ja, grundsätzlich sämtliche Nadelbäume schmeißen auch nichts, was die Schweine gerne fressen, runter, jedenfalls nicht im nennenswerten Umfang. Das hat man alles nicht gebraucht. Das wurde also entsprechend früher weggehackt als die Ligna fructifera zur Mastnutzung geeignet. Vor allen Dingen eben Eiche, auf Platz 2 dann Buche, aber auch der Nussbaum, Wildobst und die Kastanie. Ja? Und so hat man halt eben entsprechend unterschieden. Und die ersten Versuche einer Ordnung in die Waldnutzung reinzubringen, haben deswegen auch in der Eichelmast eben stattgefunden. Früher hat man noch überhaupt gar keine Regelungen im Wald gehabt. Bis dahin galt die freie Waldnutzung. Jeder konnte innerhalb des Waldes machen, was er lustig war. Regelungen gab es da nicht. Wald ist sowieso omnipräsent gewesen. Den gab es fast überall. Jedenfalls hat man ihn als undurchdringliches Dickicht, als unerschöpfliche Ressource wahrgenommen in der damaligen Zeit. So. Aber da man die Schweine auch nicht beliebig weit treiben konnte und ab 800 dann die Bevölkerungszahlen, also nach Christus, wieder massiv angestiegen sind, gab es um 863 die erste überlieferte Regelung, die eben vorgibt, dass man ein bisschen was zahlen muss und den entsprechenden Landbesitzer
um Rat, ja, um Erlaubnis bitten muss, um seine Schweine in den Wald zu treiben. Ebenfalls aus dieser Zeit stammt nämlich auch die Einteilung von Wäldern, dass man erstmal begonnen hat, die Größe eines Waldes zu klassifizieren. Bis dahin war Wald halt viel, ne, und gab es halt jede Menge und hat keinen interessiert. Aber dann hat man eben angefangen mal zu gucken, wie viel Wald habe ich überhaupt. Und man hat ihn nicht eingeteilt in Hektar, das kam ja viel, viel später, sondern in Silva, in Quam, Mittere, Possumus, Miele, Porcos, Perfekte, Saginari. Ein Wald von einer Größe, dass man bei Vollmast 1000 Schweine eintreiben kann. Ja, also das war dann eine Einheit Wald. Wald, der bei Vollmast 1000 Schweine ernähren kann. Man hat dann auch angefangen, wirklich peinlich darauf zu achten, dass man auch immer nur so viel Schweine in ein definiertes Waldstück reintreibt, wie dieses bei der aktuellen Mastsituation, also wie viel Eicheln hängen an den Bäumen, eben schaffen kann, auch zu ernähren. Grundsätzlich war also so ein gewisser Nachhaltigkeitsgedanke zu dieser Zeit, wenn auch in einem anderen Bereich als der Holznutzung, aber in dieser Zeit bereits vorhanden, weil man eben auch geschaut hat, wenn ich zu viele Schweine in einen gleichen Wald reintreibe, dann funktioniert es nicht. Weil A, finden die dann nicht genug zu futtern, B, kommen dann auch überhaupt keine Eicheln mehr hoch. Und jetzt ist es die große Frage, war den Leuten damals schon bewusst, dass sie da quasi in längeren Zeiträumen als ihre eigene Lebensspanne planen? Oder haben sie einfach nur gedacht, okay, wenn die Schweine nicht alle satt werden, gibt's Ärger? Das weiß man nicht. Das ist schwierig aus den Quellen heute abzuschätzen, ob da bereits ein Mehrgenerationendenken vorhanden war oder eben nicht, ne? Dementsprechend hat man natürlich auch die siedlungsnahen Wälder. Damals gab es jetzt dann langsam ja auch schon wirklich größere Siedlungen. Wir befinden uns jetzt im späten Mittelalter. Hat man auch entsprechend die Wälder angepasst. Man hat also geguckt, dass man die Ligner, Infructivera einfach rauskloppt und verheizt. Heizen musste man ja auch oder sonst was damit macht, Zäune baut und so weiter. Gerade Weiden hat man oft als Kopfweide genutzt an den sehr nassen Böden, die damals ja noch üblich waren. Man hat ja noch nicht sämtliche Flüsse begradigt gehabt. Staunässe waren ein relativ häufiges Phänomen, was heutzutage eher selten geworden ist. Aber deswegen gab es auch natürlich viele gewässernahe Waldgebiete mit viel Weide und die hat man halt als Kopfweide genutzt, sprich immer mal wieder die Zweige runtergeschnitten, aber auch für Körbe gebraucht und für sonstigen Krempel. Und nachwachsen lassen und wieder runtergeschnitten und nachwachsen lassen. Die hat man also stehen lassen, weil man sie als Kopfweide nutzen konnte. Alle anderen Hölzer, die nicht zur Mast getaugt haben, sind halt nach und nach weggekloppt worden und wahrscheinlich wird die Landschaft dann oft, die siedlungsnahe Landschaft, als eben nur bisher, in Anführungszeichen, die vorherrschende Waldnutzungsform, die Schweinemast war, so ausgesehen haben, dass wir Eichen, Buchenwälder hatten, sehr lichte Eichenbuchenwälder mit viel Raum für breite Kronen, dass man also schon erste forstliche Eingriffe auch gemacht hat und den Eichen viel Platz gegeben hat, damit sie eben eine große Krone, ergo viel Eicheln produzieren können. Ja, und wenn man da schön drunter durchgucken konnte unter diesen Eichen, und da schön aufgeräumt gewesen ist, in Anführungszeichen, der Wald, vermute ich, wird das auch noch eine Rolle gespielt haben, dass man sich sicherer gefühlt hat, wenn man auf die Schweine aufpassen musste, da der Wolf nach wie vor noch sein, ja, Unwesen möchte ich nicht sagen, das stimmt ja nicht, seiner Biologie entsprechend sich auch mal gerne ein Schwein geholt hat. Gerade wenn die Wildbestände im sonstigen Wald nicht so hoch waren, wie sie es heutzutage sind, weil sie noch größtenteils naturbelassen waren. Also gerade in den abgelegenen Waldgebieten hat immer noch keine wirtschaftliche Nutzung des Waldes stattgefunden. Die Schweine bis hoch in die auf die höchsten Gipfel zu treiben, hätte einfach auch keinen Sinn ergeben. Dementsprechend hat man es auch nicht gemacht. Diese Nutzung des Waldes zum Mast hat irgendwann einen derartig großen Stellenwert in der Bevölkerung gewonnen, also mindestens ab so 1000 nach Christus,
dass es durchaus üblich war, dass es zu, sagen wir mal, handfesten Auseinandersetzungen verschiedener Herren kommen konnte, weil deren Untertanen eben ihre Schweine in die Wälder des jeweils anderen reingetrieben hatten. Und wurden sogar Kriege, also kleine Gefechte und ähnliches, deswegen ausgetragen, weil man halt die Schweine, wo Falsches hat, weiden ist das falsche Wort, sich mästen hat lassen. Ja. Übrigens war das auch so wichtig, dass man guckt, dass man mit der Zahl der Schweine und dem dazugehörigen Wald entsprechend haushält, dass die Oberen des jeweiligen Dorfes, die dafür die Zustände zuständig waren, vorsichtig ausgedrückt, also so um 1500 rum, 1649 unter anderem, ist man mit dem Dachdecker in den Wald, ne? Also die Bürgermeister und Dorfvorsteher, Vogte und wie die immer auch geheißen haben mögen, je nachdem in welcher Zeit wir unterwegs sind, haben den Dachdecker mitgenommen, der musste auf die Eichen klettern und entsprechend einzelne Zweige runterschmeißen. Und an dem Zustand, wie sehr die beeichelt waren, hat man dann versucht abzuschätzen, wie groß ist denn die Ausbeute dieses Jahr. Kriegen wir eine Vollmast? Und jetzt muss man den Begriff mal erklären. Eine Vollmast bedeutet alle Bäume eines Waldbestandes, großflächig, also wirklich. Oft ist es so, dass es sogar landesweit passiert, also deutschlandweit. Wenn die Eichen im Schwarzwald Vollmast haben, dann haben es die im Spessart meistens auch und auch die im Odenwald und überall. Ja? Meistens ist es so. Und in einem Jahr einer solchen Vollmast kann man natürlich massiv viele Schweine in den Wald treiben. Dann finden die auch sehr, sehr viele Eicheln und können da jede Menge von fressen. Das war gewünscht. Hat man aber keine Vollmast bekommen, sondern eine Halbmast. Das bedeutet, die Hälfte aller Bäume trägt ordentlich Eicheln oder jeder Baum trägt die Hälfte der möglichen Menge an Eicheln, die da oben sonst zu erwarten gewesen wäre. So genau ist das nicht definiert. Oder nur eine Drittelmast, das ist halt nochmal ein bisschen weniger. Oder eine Sprengmast, das wirklich nur vereinzelt, versprengt überhaupt Eicheln zu finden sind. Das war eine große Katastrophe für die Leute damals. Da drohte im Jahre einer Sprengmast, konnte es wirklich zu einem extrem harten Winter kommen, weil man massiv hat sparen müssen, weil man die Schweine sehr dünn, sehr jung hat bereits schlachten müssen, weil man sie eben nicht in den Wald treiben konnte, weil es an Eicheln gefehlt hat. Ja? Und das war wirklich ein massives Thema und es wurden ganze Gottesdienste, das weiß man von, im Jahre 1649, da wurde lange erwartet, eine Mast ist dann endlich eingetreten und diesbezüglich hat man extra einen speziellen Mastgottesdienst abgehalten, um eben dem Herrn zu danken dafür, dass es jetzt mal wieder eine Vollmast gegeben hat, die so dringend benötigt wurde, um eben die Schweine mal wieder so richtig satt zu kriegen und ordentlich Schinken dann im Winter zur Verfügung zu haben. Also das hat die Leute massiv beschäftigt. Das ging übrigens sogar so weit, dass man bei einer verdorbenen Mast massiv vermutet hat, dass da in irgendeiner Form irgendwelche dunklen Mächte dahinter stecken müssen. Und hier muss ich jetzt zitieren aus den im Prologteil erwähnten Quellen. Also das ist jetzt das Forstgeschichte, Hasel und Schwarz, ne? Ein Grundriss für Studium und Praxis. Die Enttäuschung über einen verdorbenen Mast konnte schreckliche Auswirkungen haben, als die Bürger der freien Reichsstadt Offenburg im Jahre 1575 erkannten, dass die Eichen im Stadtwald kahl gefressen waren, begann ein Suchen nach den Schuldigen. Nach peinlichem Verhör gestanden Frauen aus einem Nachbarort dem kleinen Teufel Eichenlaub gebracht zu haben, mit dem er den Äckerich vernichtete. Bürgerfrauen wurden von den Gefolterten beschuldigt, in Fässern Raupen und Käfer über dem Stadtwald ausgesät zu haben, um denen zu Offenburg den Äckerich zu verderben. Damit begannen in der Ortenau die Hexenprozesse, die jahrzehntelang Frauen in Angst und Schrecken versetzt haben. Also es ging los eben mit einem sehr, sehr miesen Jahr in Sachen Eichelproduktion, was wirklich die Hexenprozesse nach sich gezogen hat. Da kann man also auch mal so ein bisschen den Stellenwert der Eichelmast ablesen.
Die letzten Eisenmasten gingen eben zu Ende, gegen Ende des 18. Jahrhunderts, weil die Kartoffeln allgemein Eingang fanden und die Bauern zur Stallfütterung übergingen. So, bei der Eichelmast muss man jetzt noch ganz klar darauf eingehen, ist das jetzt schlimm für den Wald, war das gut für den Wald, was hat das verursacht, was hat das gekostet sozusagen. Dadurch, dass man ja ganz früh vermieden hat, die Schweine zu hungern zu lassen und immer nur nach gutem besten Wissen und Gewissen so viel Schweine in den Wald getrieben hat, wie dieser auch versorgen konnte sozusagen, glaube ich, und auch über die lange Zeit, die die Eichelmast betrieben wurde, dass das ein relativ nachhaltiges System gewesen ist. Selbstverständlich wäre es für die Eichenwälder wahrscheinlich besser gewesen, wenn da mal mehr junge Eichen auch hochgewachsen wären und nicht immer vorher die Eicheln weggefuttert worden wären. Aber rein Schweine fressen keine jungen Bäume. Also wenn sie doch mal eine Eichel übersehen haben und gerade in Jahren der Vollmast, und so eine Eichel hat ja eine verdammt lange Lebensdauer, da reichen ein paar Eicheln im Grunde, die austreiben und übersehen werden, um den Bestand zu retten, zu sichern, das über 300 Jahre oder was, wie lange man so eine gute Eiche hat stehen lassen. Mit Sicherheit hat man sie so lange stehen lassen, wie irgendwie ging, weil die werden im Alter eher noch fruchtbarer, was die Menge an Eicheln angeht, die sie runterschmeißen. Ne? Und jedenfalls, da wird schon das eine oder andere noch zusätzlich hochgekommen sein. Trotzdem muss man sich halt eben vorstellen, dass die Wälder eigentlich so aussahen wie eine sehr, sehr lichte Wiesenlandschaft. Ich habe ein paar Bilder, die ich euch dazu gerne einblende, beziehungsweise schon getan habe. Mit jede Menge Unterwuchs in Form von Gräsern, Kräutern, Blümchen, sowas in der Richtung. Aber kaum, ja, forstlich eine Unterschicht mit jungen Bäumen. Und vielleicht war es, ja, jetzt kann man sich streiten, inwiefern ist so ein Eichelmastwald ein natürlicher Wald. Wenn ganz, ganz viele Schweine unterwegs sind, würde auch ein Wald, der von Wildschweinen heimgesucht wird, irgendwann so aussehen. Aber solche Bestandesdichten würden Wildschweine nie bekommen, wie das halt eben bei den Hausschweinen der Fall gewesen ist. Und außerdem hat man sie wirklich primär nur in Herbst und Winter da reingetrieben, um die anfallenden Eicheln wegzufuttern und Bucheckern, muss man immer noch dazu sagen. Und dann waren sie wieder raus aus dem Wald. Und dann konnte der Wald wieder tun und lassen, was er wollte. Sofern man ihn halt als Wald bezeichnen will, wenn der so stark menschlich geprägt ist und zu so einem Schweinemastacker in Anführungszeichen verkommen ist. Andere Holznutzung, abgesehen von so kleinen Mini-Holznutzungen bei den jungen Eichen, hat man dann weiter hinten im Wald betrieben. Also so gesehen im Umkreis der Stadt war der Eichengürtel für die Mast und dahinter kam dann erst der Holznutzwald. Man musste also nochmal etwas weiter gehen, wenn man Brennholz haben wollte und es war auch verboten, innerhalb der Eichelmastbereiche irgendwelche Eichen umzuhauen, um sie für Brennholz oder sonst was zu nutzen. Das wurde zum Teil auch wirklich massiv unter Strafe gestellt. Gerade als die Holznot immer größer wurde, je weiter wir in der Geschichte kommen, desto größer wird die Holznot. Im Hochmittelalter ging es los. Gegen 1850 oder was erreichen wir dann den Höhepunkt der Holznot? Ja, nicht ganz. Sagen wir mal gegen 1800, an beginnendem 19. Jahrhundert, also so 1800 Ungrad. Da ist, glaube ich, die Holznot fast auf ihrem Höhepunkt anzusehen. Ja, und da wurde es immer mehr unter Strafe gestellt und immer mehr war auch weiterhin eben die Eichelmast von großer Bedeutung. Ich glaube nicht, dass die Eichelmast allein viel Schaden am Waldboden angerichtet hat. Weil die Schweine, die buddeln da drin rum, okay, dann pflügen sie halt ein bisschen, aber mehr machen sie eigentlich nicht. Die holen da nichts raus. Die holen auch nicht die Nährstoffe raus, die machen auch die jungen Pflanzen nicht kaputt. Im Gegenteil, sie düngen ja den Wald dann auch wieder, weil sie ja lange genug drin bleiben und eben nicht nachts in den Stall getrieben werden, um dann im Wald auch wieder was fallen zu lassen. Ja? Also die Nährstoffe, die es die Eiche gekostet hat, Eicheln zu produzieren, die kriegt sie fast 1:1 eben wieder in Form vom Dung der Schweine. Gerade Schweinedung ist durchaus sehr nährstoffreich, da werden die Eicheln massiv von profitiert haben. Also die meisten der historischen Waldnutzungsformen, die wir hier ansprechen, sind ganz klar eine ziemliche Katastrophe gewesen. Bei der Eichelmast würde ich fast behaupten, das könnte man auch heutzutage auf manchen Flächen wirklich noch machen,
ohne der Natur, wenn man so will, einen massiveren Schaden zuzufügen. Klar sehen die Wälder dann anders aus, als wir das gewohnt sind. Ja, selbst um 1800 rum hat man noch lange, lange diskutiert, ob es denn jetzt nun besser ist, zum Geld verdienen, weiterhin in den ortssiedlungsnahen Bereichen Eichelmast zu betreiben oder die Eichen umzuhauen und für den Schiffsbau zu verwenden. Man hat sich, man staune, doch tatsächlich dafür entschieden, dass man besser weiter Eichelmast betreibt, weil sich damit mehr Geld verdienen lässt oder mehr Gesamtwohlstand, wenn man so will, erzielen lässt, als eben mit dem Verkauf vom Holz. Nichtsdestotrotz hat man trotzdem weiterhin reichlich Holz verkauft und reichlich Wälder umgekloppt, gerade um 1800. Aber nicht im direkten siedlungsnahen Bereich, da hat man weiterhin die Hutewälder eben auch genutzt. Ja, das soll es zu dem Thema gewesen sein, was die ganzen Weidenutzungen, Viehnutzungen des Waldes angeht, haben wir noch zwei weitere Beispiele. Ich weiß nicht, ob ich die in ein Video klatsche oder zwei draus mache. Nämlich einmal die Weide, Waldweide mit Rindern und Pferden und einmal die Waldweide mit Ziegen und Schafen. Aber damit geht's dann nächstes Mal weiter und bis dahin, tschüss.